Ein bisschen Theorie sollte man schon vorher sich aneignen. Gerade was jetzt die CC-Lizenzen angeht, das ist ja jetzt zwar schon einfach und standardisiert, aber man sollte sich zumindest mal den Lizenztext durchgelesen haben. Und dann würde ich sagen, möglichst schnell einsteigen mit einer sehr einfachen CC-Lizenz, vielleicht CC0 oder CC-BY, dass man nicht so viele Hürden zu überwinden hat und möglichst vielleicht auf eine Plattform zu gehen, die CC-Medien anbieten. Das Medienportal der Siemens-Stiftung ist so eine Plattform, die schon Materialien anbietet, wo auch eine Rechtssicherheit gewährleistet ist, wo auch eine Qualitätskontrolle gewährleistet ist. Und ja, einfach mal ausprobieren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Einfach mal machen. Googeln, schauen, wer schon da ist, Dinge nachmachen und sich an vorhandene Organisationen anschließen. Also ich würde den Leuten empfehlen, OER selber zu machen. Das kann was ganz Kleines sein, ein kleiner Text, ein Arbeitsblatt, weil man, indem man das tut, sich mit dem ganzen Prozess auseinandersetzen muss. Also was ist OER, wo finde ich das? Was hat das Ganze mit Lizenzen zu tun? Welche Lizenz ist die richtige für mich? Wie bringe ich diese Lizenz an das Material am Ende an? Wie veröffentliche ich das? Und das sind alles Fragen, die ich mir stelle. Und ich glaube, wenn man das tut selbst, dann hat man eine gute Möglichkeit zu verstehen, was das ist. Und ansonsten ist es sehr schwierig zu erkennen, was OER wirklich ist, außer dass man vielleicht mal gehört hat, dass es kostenloses Material ist. Man kann natürlich auch an einem Kurs teilnehmen, man kann sich informieren. Wir haben selbst mal einen Kurs dazu gemacht und wie ich gehört habe, wird es dieses Jahr 2 Online-Kurse geben zum Thema OER, wo man ein bisschen lernen kann, wie man sich damit auseinandersetzt. Machen ist wichtiger als Schnacken und es hilft auch unglaublich gut, das Konzept zu verstehen. Ja, das ist eine spannende Frage, denn selbst wenn ich mit meinen Kollegen im Bundestag spreche oder wenn ich mit Leuten im Wahlkreis spreche, mit so einem Begriff wie OER oder auch Open Educational Resources, darauf kann man denen nicht kommen. Man muss dann schon erklären, um was es geht. Es geht um freie Bildungsmaterialien, es geht um Zugang zu Bildung, es geht um Veränderbarkeit von Bildungsmaterialien, Lehr- und Lernmaterialien, die weitergegeben werden können. Hier reinzukommen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, da muss man schon so ein bisschen die Frechheit besitzen, zu sagen, erklärst du mir das jetzt mal nochmal? Das habe ich nicht verstanden. Ja, eigentlich ist die Frage nicht der Einstieg in das Thema OER. Also eigentlich ist das Thema nicht OER, sondern eigentlich ist das Thema, wie kann ich Unterrichten mit digitalen Medien gestalten? Was für Lernszenarien kann ich mir ausdenken? Was für Formate brauche ich? Wie müssen Materialien entstehen? Was für Materialien kann ich haben, die ich an Schüler weitergeben kann, die Schüler bearbeiten dürfen? Also solche Fragen muss ich mir stellen und dann ist eben OER nicht das Thema, sondern OER beantwortet mir dann ganz viele Fragen, auf die ich einfach komme. Also von daher finde ich, müssen wir gar nicht so viel darüber reden, wie kriege ich dieses Thema OER in die Welt, sondern wie kriege ich Leute, die Lehr- und Lernprozesse gestalten, dahin, dass sie die eben digitaler gestalten und sich Gedanken darum machen, wie ich das digital machen kann. Und dann kommt OER von alleine dazu. Also den Leuten, die sagen, fang an über OER zu reden, sondern den Leuten sagen, fang an, dir Gedanken zu machen, wie muss Lernen in der Zeit, in der wir leben, gestaltet werden. Ich denke am besten über das, was man braucht, zum Beispiel auch über kleine, ich nenne das Lern-Nuggets oder einfach auch kleine Sachen. Zum Beispiel, wenn ich ein Foto suche, weil ich in meinem Blog verwenden will oder wenn ich vielleicht nach einem Musikstück suche, weil ich vielleicht meine Urlaubsfotos vertonen will, dann kann man immer schauen, ob man da eben auf Materialien greift, die unter freien Lizenzen stehen und so merkt, da gibt es auch schöne Fotos und schöne Musik, auch wenn sie eben frei sind. Und so kommt man vielleicht auch an das Thema ran. Machen. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Man sollte einfach anfangen. Jetzt muss man natürlich auch sehen, OER bedeutet erstmal eine Frage der Lizenzierung. Das heißt, ich sage, mein Material ist frei und offen, darf von anderen verwendet werden. Eigentlich geht es darum, dass ich natürlich erstmal überlege, was möchte ich überhaupt publizieren? Möchte ich etwas publizieren? Und dann kann ich mich fragen, unter welchen Bedingungen möchte ich das machen? Unabhängig vom Zoom-Wiki würde ich sagen, man sollte sich vielleicht 2 Fragen stellen. Die erste Frage, möchte ich, dass mein Material, was ich jetzt habe, auch von anderen weiterverwendet werden kann? Das Zweite, wie kann ich denn Material, was ich aus anderen Quellen habe, verwende? Oft ist es ja so, dass ich ein Material gut finde und sage, oh, das könnte ich nutzen. Wenn ich darüber nachdenke, sehe ich, das darf ich ja gar nicht so verwenden, wie ich das möchte. Das macht mir vielleicht klar, wie wichtig es ist, dass Materialien frei lizenziert sind. Und dann kann man eben, wie gesagt, zu dem ersten Schritt wiederkommen und sagen, dann achte ich eben auch darauf, dass meine eigenen Materialien tatsächlich frei lizenziert werden. Für Einsteiger, es kommt so ein bisschen darauf an, von welcher Seite man kommt. Also ich denke, als Lehrer, Lehrerin gibt es viele Dinge, wo man sich schon im Internet kundig machen kann, wo man einsteigen kann, wo man mitarbeiten kann. Und für politisch Interessierte, sage ich mal, ja, wären Sie hier, könnten Sie heute und morgen hier eine ganze Menge lernen. Indem man was tut, einfach machen. Also ich glaube, dass OER, wenn man so etwas machen will, dass es meistens schon die fälschliche Fragestellung ist. Zuerst muss man ja überlegen, was man überhaupt machen will. Und eignet sich das, was man machen will, dann später für OER. Wenn ich das gleich auf dem Schirm habe, kann ich es gleich sozusagen mit projektieren. Wenn ich das, wie beim Ichmuck zum Beispiel, erst im Laufe der Projektentwicklung geschieht oder zum Thema wird, dann muss ich mich einfach kurz mit den Lizenzen auseinandersetzen, mit meiner Organisation, ob das möglich ist, und dann einfach tun.